Ich danke euch, Vater. Robert von Huntington, endlich habe ich dich. Du wirst mir nicht mehr entkommen. Was sollen wir jetzt tun? Wir werden sterben. Bitte hör auf zu weinen, liebe Schwester. Es macht mich traurig, wenn du weinst. Und ich bin schon so traurig. Lord Elwin, dieser hinterhältige Baron hat Schuld an dem Überfall. Er will unsere Familie ausrotten. Aber wir müssen uns verstecken. Die Soldaten von Lord Elwin werden uns sicher schon im ganzen Dorf suchen. Es gibt nichts, bevor man hier im Sherwood Forest Angst haben müsste. Ich weiß, du hast recht, aber trotzdem habe ich Angst. Mach dir keine Sorgen, Winifred. Es wird bestimmt alles wieder gut. Es macht doch Spaß, sich zu verstecken. Barbara hat recht. Also los, lasst uns gehen. Wer hat denn gesagt, dass es hier nichts gibt, wovor man sich fürchten muss? Na? Ich fürchte mich jedenfalls nicht. Spar deine Ohren auf, Will. Hörst du etwas? Ich habe schon die ganze Zeit das Gefühl, dass wir beobachtet werden. Oh, was ist denn? Was ist los, Robin? Seid still, bewegt euch nicht. Wir müssen zusammenbleiben. Genau, ihr habt recht. Und seid vorsichtig. Ein Flughörnchen und zwar ein ziemlich großes, unglaublich. Für einen Moment habe ich mich fast gefürchtet. Was könnte denn das jetzt sein? Vielleicht ein Streifenhörnchen oder ein Kaninchen? Was meinst du, Rebel? Wir würden uns jagen? Was für eine Frage! Er ist doch schon dabei! Ja! Ist bei euch da drüben alles in Ordnung? Ja, niemand ist verletzt. Aber sieh mal, was da im Wasser schwimmt. Ich hol ihn. Wir hätten nicht herkommen dürfen. Es wäre besser gewesen, wenn wir uns im Dorf versteckt hätten. Mir gefällt es hier und ich finde, wir sollten versuchen, das Beste daraus zu machen. Ach, ist das niedlich. Hör auf zu weinen, Winifred. Halte lieber die Augen offen. Achtung, haltet euch fest! Thank you.
Achtung, Leute, da unten ist etwas. Eine Kutsche. Das gibt eine schöne Beute für uns ab. Ich glaube, das muss ich sofort dem Chef erzählen. Wo sind wir nur? Hey, Will, wach doch auf! Barbara! Was ist passiert? Wo sind wir? Ich verstehe das nicht. Ich weiß es nicht, aber wir werden es herausfinden. Also gut, das ist der nächste Anlauf. Seht, wie ich fliegen kann. Wie ein Vogel, ich fühle mich frei. Ja! Er ist verrückt. Wunderbar. Das macht mir so schnell niemand nach. Ich fliege wie ein Vogel. Ja! Alle haben gelacht, als ich ihnen sagte, dass ich fliegen kann. Es sah lustig aus, als ihr runtergefallen seid. Wie könnt ihr es wagen, über mich zu lachen, nachdem ich euch das Leben gerettet habe? Ihr könnt froh sein, dass ich zur Stelle war. Wenn ich euch nicht geholfen hätte, wärt ihr schon längst im Himmel oder an einem anderen Ort, wo es nicht so friedlich ist. Wollt ihr damit sagen, dass wir euch unser Leben verdanken? Allerdings, mein Sohn. Ganz richtig. Aber wer seid ihr denn? Ich bin Bruder Tuck und wie du siehst, bin ich Mönch. Ich lebe schon lange hier im Sherwood Forest. Das ist merkwürdig. Ihr seht nicht aus wie ein religiöser Bruder Mensch. Bruder Tuck, was ist mit dem anderen Mädchen geschehen, das bei uns war? Ich habe nur euch drei und das Eichhörnchen aus dem Wasser gezogen. Robin! Wir danken euch, dass ihr uns das Leben gerettet habt. Bruder Tuck, könnt ihr uns sagen, wo es zum Fluss geht? Geht einfach dort die Böschung runter und dann geradeaus. Denkt daran, ich bin ein Mönch und werde für die Sicherheit und das Heil des anderen Mädchens beten. Seid vorsichtig und achtet darauf, wo ihr hingeht. Im Wald lauern tausend Gefahren. Ihr dürft euch niemals dem Willen der Natur widersetzen. Haltet immer die Augen offen und seid wachsam in allem, was ihr tut. Ihr mahnt uns zur Vorsicht? Aber warum denn? Gott schuf die Natur vor den Menschen. Sie ist stärker als wir. Und wenn ihr die Natur mit Weisheit und Respekt behandelt, wird sie euch immer ein zuverlässiger Gefährte und treuer Freund sein. Ich danke euch für diesen Rat. Dieser Bogen? Ich erkenne den Bogen wieder. Er gehörte immer zum Besitz der Familie Huntington. Dann ist also dieser Junge... Halt, bleibt stehen und ergebt euch! Ihr habt keine Chance! Wer bist du? Was soll das? Mach den Weg frei für uns, Junge! Ich bin Mudge, der Bandit, und ich gebe die Befehle hier im Sherwood Forest. Verstanden? Also, wenn euch euer Leben lieb ist, gebt mir sofort euer Vermögen und macht euch dann aus dem Staub. Na los, ich warte! Du willst ein gefährlicher Bandit sein? Du bist ja noch ein Kind, dass ich nicht lache! Wenn du uns ausrauben willst, versuch es doch! Kommt doch her, Gentlemen, wenn ihr euch traut. Tretet vor und kämpft. Ich bin bereit. Ich zerschlage euch die Knochen im Leibe. Was geht hier vor? Warum rennt ihr plötzlich alle weg? Diese Feiglinge. Was ist denn da los? Da schreit jemand. Es kommt von da drüben. Nein, nicht! Nein! Hilfe! Oh nein! Nein! Beruhige dich! Sei endlich still! Wenn du dich nicht zusammenreißt, fressen dich meine Riesen auf! Das darfst du nicht zulassen! Sie ist nur ohnmächtig. Sie wird schon wieder aufwachen. Was haben wir denn da? Ein Kreuz aus purem Gold. Das muss sehr wertvoll sein. Ich werde sie durchsuchen. Ja, es könnte sein, dass sie noch mehr Schätze bei sich hat. Was war das? Wer seid ihr? Wie kannst du es nur wagen, ein hilfloses Mädchen auszurauben? Du solltest dich für diese Feigheit schämen. Was soll das heißen? Es ist nicht meine Schuld, dass sie ohnmächtig ist. Kommt her, ihr Riesenkrieger! Verjagt diese Kinder! Bringt ihnen das Fürchten bei Attacke!
dauert, sie zu bauen. Ich werde allein gegen euch kämpfen. Nein, warte! Hallo, Chef, alles in Ordnung? Du bist also der Anführer dieser Diebesbande. Allerdings, du hast recht. Ich bin das Oberhaupt der Banditen von Sherwood Forest. Und mein Name ist Big John. Big John? Ach, wirklich? Genau. Du trägst schöne Kleider, aber das täuscht nicht darüber hinweg, dass ihr Adligen Lügner und Betrüger seid. Du bist wohl hungrig. Na gut, du bekommst eine Schale frische Milch, aber nur, wenn du versprichst, ganz brav zu sein. Der harte Bursche spielt mit einem Schmusekätzchen. Ich würde sagen, Little John passt besser zu ihm. Das gefällt mir, Little John. Wie kannst du es wagen, mich lächerlich zu machen? Ich fordere dich auf der Stelle zum Duell. Merkt ihr genau die Regeln? Wer als erster fällt, der hat verloren. Einverstanden, aber wenn ich gewinne, musst du das blonde Mädchen freilassen. Mich hat noch niemand besiegt. Du hast keine Chance. Robin, pass auf! Ja, und noch mal! Es wäre doch gelacht, wenn du nicht gewinnen würdest! Nur nicht müde werden, Chef! Bleib dran, schlag ihn nieder! Bist du der tapfere Held, der mich vor dem Riesen gerettet hat? Ich danke dir von ganzem Herzen. Meine Dame, das soll wohl ein Scherz sein! Weiter so! Hurra, hurra, ja! Entschuldigt bitte, könnt ihr mir vielleicht sagen, warum die beiden kämpfen? Der Bandit hat Robin zu einem Duell gefordert. Wenn Robin gewinnt, wirst du freigelassen. Oh, peinlich. Das ist ja wirklich schrecklich vulgär. Ein echter Gentleman würde niemals um eine Dame kämpfen. So, jetzt mach ich dich fertig. Nein! Winifred! Hab ich dich endlich! Hört sofort auf, euch zu schlagen! Das ist ja Winifred! Meine geliebte Schwester! Geht es dir gut, Winifred? Oh, Winifred, wie schön, dich wiederzusehen. Du bist noch am Leben. Ich bin ja so glücklich. Winifred! Oh, Barbara, meine liebe kleine Schwester! Dass du hier bist. Der Anführer der Banditen hat mir das Leben gerettet. Redet nicht immer dazwischen. Seht ihr nicht, dass ich dabei bin, ein Duell auszutragen? Wenn er mich nicht im letzten Augenblick gerettet hätte, wer weiß, wo ich jetzt wäre. Hilfe! Winifred! Hilfe! Barbara! War da, als ich aufgewacht bin. Ach, willst du wohl endlich still sein? Ich kann mich nicht konzentrieren. Lass uns jetzt weiterkämpfen. Ich geb's dir. Lass mich nicht einschüchtern. Gib auf, du kannst mich nicht besiegen, verstehst du? Das werden wir ja sehen. Was hast du vor? Willst du etwa weglaufen? Nein, aber ich will nicht gegen dich kämpfen. Du hast das Leben meiner Cousine gerettet. Das hat nicht das Geringste mit unserem Duell zu tun. Wir Banditen führen unsere Kämpfe immer zu Ende. Oh mein Kopf! Vorsicht, der Banditen! Er geht in Deckung! Weg hier! Wir müssen unser Versteck vor dem Angriff sichern! Ach, Matsch! Sieh dich tatenlos zu! Lauf los und hol Verstärkung! Beeil dich! Ja, Sir! Ich fürchte, die Soldaten von Lord Elvin greifen uns an. Elvin ist dir auch auf den Fersen? Warum verfolgt er dich? Ich bin Marion, ein Mitglied der Familie Lancaster.
Lord Elwin hat mir aufgelauert und mich als Geisel genommen. Ich war auf dem Weg zu seinem Schloss in Nottingham. Du warst die Geisel von Lord Elwin? Wie schrecklich! Meine Eltern waren völlig verzweifelt. Sie hatten keine andere Wahl. Sie mussten mich mitgehen lassen. Sonst hätte Lord Elwin seine Soldaten auf uns gehetzt. Sie hätten unser Schloss zerstört, unsere Tiere getötet und unsere Ernte verbrannt. Wir hätten alles verloren. Das Kreuz, wo ist es? Oh nein, unser Versteck ist nicht mehr zu retten. Sie in die Flucht schlagen. Verzweifelt nicht, wehrt euch! Angriff! Das ist wohl nicht der richtige Zeitpunkt für Spiele. Wer sagt denn, dass ich spiele? Wirf mal einen Blick darüber. Das ist unsere Geheimwaffe. Wenn ich stark genug an diesem Seil ziehe, kann ich den Holzstoß in Bewegung setzen. Das schaffst du niemals allein. Du hast recht. Pass auf. Ich habe eine glänzende Idee. Kommt mit, wir müssen fliehen. Aber wohin sollen wir denn gehen? Hört auf zu streiten, beeilt euch! Robin! Unser Duell ist noch nicht entschieden. Denk daran, wir müssen weiterkämpfen! Wann immer du willst, Little John! Lächerlich. Wie konnte dem mächtigsten Mann von Nottingham so etwas passieren? Die Banditen von Sherwood Forest haben euch Lady Marion geraubt. Das ist unglaublich, Lord Elwin. Ihr hättet zweifellos den Raub des Mädchens verhindern können. Aber ihr wart ja nicht zur Stelle, Lord Hereford. Ihr braucht euch um die Banditen im Sherwood Forest nicht zu sorgen. Ich weiß, wie man mit ihnen fertig wird. Was sagt ihr da? Der tapferste Offizier meiner Armee ist tatsächlich bereit, gegen eine Horde zerlumpter Schurken ins Feld zu ziehen? Mit einem von ihnen habe ich noch eine Rechnung zu begleichen. Ich will Rache und ich bekomme sie. Er hat mich im Kampf kaum verwundet, aber er hat meinen Stolz verletzt. Dafür muss er mit dem Leben bezahlen.